Da ist sie, meine Stubenfliege der Woche. Leute, meine Stubenfliege der Woche, das sind die Zweifel daran, ob Jiří Pavlenka wirklich in Bremen gehalten werden kann. Zum einen natürlich wieder eine absolute Weltklasse-Parade gegen Kramaric im Spiel gegen die TSG. Wieder mal hat er uns den Allerwertesten gerettet. Das kann man nicht anders sagen, das hat er auch nicht zum ersten Mal gemacht. Aber wir dürfen eine Sache hier auch nicht vergessen. Das Interesse an Pavlenka vor der Saison war doch auch noch gar nicht so groß, wie es jetzt ist, wo er halt in dieser deutlich stärkeren Liga quasi gute Leistungen am laufenden Band abgeliefert hat. Und diese Möglichkeit hat ihm nun mal Werder gegeben. Und ich glaube auch nicht, dass Baumann vor diesem Vertragsabschluss irgendwie in der Situation war, dass er auch irgendwelche Klauseln zugunsten oder zu extremen Gunsten von Jiří einbauen musste. Werder hat sich lange um ihn bemüht, ihm eine Möglichkeit gegeben, er hat diese Möglichkeit ergriffen. Und ich denke schon, dass Pavlenka das auch immer im Hinterkopf hat und dass er sich auch wohlfühlt. Natürlich ist er ein Profi und sieht das Ganze wahrscheinlich eher als Job, nicht wie wir Fans immer so ein bisschen aus der rosaroten Romantikerbrille. Und natürlich muss man auch sagen, wenn er diese Leistung weiter bestätigt und Werder sich tabellarisch nicht aus dem Tabellenkeller entfernt, dann ist er natürlich über kurz oder lang weg, das ist vollkommen klar, denn dann ist er auch prädestiniert für höhere Aufgaben und nicht für den Bundesliga-Abstiegskampf. Aber es nervt doch so ein bisschen, wie viele Leute jetzt Zweifel daran hegen, bleibt er jetzt über diese Saison hinaus oder auch Theo, der auf einmal dann anfängt da zu schnacken, ey, keine Ahnung, ob Pavlenka zu halten ist, ich bitte dich, no hate, aber das glaube ich halt nicht, dass das so sein wird. Meinetwegen, wenn ein ganz unmoralisches Angebot jenseits der 20 Millionen Euro kommt, dann kann man vielleicht drüber nachdenken. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das schon nach dieser Saison passieren wird, weil ich bin eigentlich felsenfest davon überzeugt, auch über diese Saison hinaus, Jiří Pavlenka bleibt sicherlich noch mindestens eine Saison Bremer.